Okay, Friends, wir reagieren auf das neueste Video von den Jindawis. Nidal sieht aus wie Nadel. Oh mein Gott, ist Nidal schon da oder was? Yeah. Ich wollte Puffies. Hey, wo? Imani, klopf mal. Du musst. Karton, Schuhe, für Imani. Soll er klopfen? Oh! Puppe, Spielzeug. Nada, alles okay? Alles gut. Nicht mehr klopfen. Was ist das? Das ist ein Geschenk, weil ich gehört habe, du warst sehr artig. Warst du artig? Ja. Magst du springen? Ja. Dann habe ich das perfekte Geschenk. Wer ist das? Ach so, ist dieser Ball. Aber du bitte auf. Soll ich aufmachen? Ja. Aber warte, warte. Hier steht, das ist ab 3. Gelass, ich habe noch was da. Jahre. Oh no. Ich meine, wie alt bist du? 7? Das glaube ich nicht. Aber wenn du 7 bist, heißt das, du bist zu groß. Hier steht nur 3 bis 6. Wie alt bist du wirklich? 7. Imani, guck mal, sehr ehrlich, ohne Lügen. Wie alt bist du? 2. Aber das eigentlich ab 3. Mami, egal, bitte. Weißt du was? Wir machen eine Ausnahme. Was denn? Ich erlaube dir jetzt schon damit zu spielen. Aber ey, wenn die Polizei kommt und dich fragt, wie alt du bist, sagst du nicht 2, okay? Ja. Was sagst du? 7. Imani, du musst etwas sagen, was die glauben. Sag 3. Nein. Genau, also wie alt bist du? 3. Imani, nein. Nein, du darfst nicht 2 sagen, weil sonst nimmt dich die Polizei mit. Wohin? Ins Gefängnis. Gefängnis. Weißt du, was das ist? Ich weiß nicht. Warum auf jetzt? Aber du musst... Mach auf jetzt. Dort, mach auf. Ich will spielen. Lack. Reb mich auf. Ich will jetzt die Frage richtig beantworten. Wie alt bist du jetzt? Komm, lass Hamid, Wallah, komm, komm essen. 3. Ja. Richtig. Okay, ich mach auf. Haben wir eine Luftpumpe? Ich muss gucken. Du bist schwanger. Du bleibst sitzen. Ich geh gucken. Wir haben keine Luftpumpe. Boah, danach umkippen, Digga. Von zu viel Pusten. Kannst du mir helfen? Ja. Ich meine, ich glaube, Baba geht's nicht gut. Das ist eine Giraffe. Giraffe? Bist du bereit zum Springen? Ja. Let's go. Imani, spring. Ja? Oh. Oh no! Man merkt, dass hier nicht 3 ist. Imani, ich glaube, du bist zu klein. Das steht ja 3 bis 6, oder? Ja. Ich bin 6. Egal, Lisa, so geht auch. So geht auch, Lisa. Nicht mal mit 3 hätte man das geschafft, ne? Als wenn er sein Kind mit 3 viel größer ist. Hey, wo? Wo warst du so lange? Schule. Wie läuft das Leben? Gut. Was gibt's Neues? Ich habe mein Zeugnis bekommen. Wie ist dein Zeugnis? Sehr gut. Leute, meine Schule ist so bekannt, weil die ist halt so in Mathe, ist sie... Digga, ich glaube, Mila ist richtige Star auf Schule, ja? Die richtig gut. Das ist zum Beispiel Gymnasium in Mathe, und das ist meine Schule in Mathe. Diese Schule ist wie College in Amerika. Ich kann so schnell rechnen. Zeig, wie schnell du rechnen kannst, okay? Stell mir Aufgaben. 6 mal 4. Elf mal 13. 33. 11 mal 13, du sagst 33? Ja, ist ja richtig. 1 mal 13. Oder 3 fehlt, oder? 3. 10 mal 1. Bitte. Hä? Aber ich will jetzt nicht über Mathe reden. Mila's back in den Vlogs. Ja, du tust mir du was, ab dem Land so ein Kar, und am Matten am Latier, jali, 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 da dum la dum la da, da dum la dum. 143 habe ich gesagt, du kleiner Lolli, nicht 41. Hey, wir fahren jetzt zur Waschstraße. Wir müssen nämlich Mamas Auto sauber machen, oder? Ja. Here we go! Here we go! Let's go! Let's go! Here we go! Zur Waschanlage. Waschanlage. Ja. Wir sind da. Wir fahren jetzt in die Waschstraße. Nein. Ich meine, das ist gut. Die machen das Auto sauber. Nicht sauber. Jetzt geht's los. Oh no. Nein.
Was die für Auto fahren, Gelela? Du musst keine Angst haben. Die machen unser Auto sauber. Ich hab keine Angst. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Die machen das sauber. Hühnerkacke! Oh no! Oh nein! Wir sind fertig! Ich meine, die gibt Check, wir haben es geschafft! You're so beautiful! Faser, was in eine Waschstraße willst du rein? Ja, dann fahr doch, wenn du das cool findest. Wir sind jetzt. Liverpool! Juhu! Leute, wenn ich schnipse, dann ist Mila da. Hello! Mila ist endlich da. Ja! Yeah! Wir gehen Pancakes essen. Ja! Yeah. Boah. Ich mache mir jetzt gleich Pancakes. Aus Haferflocken. Ich schmier mir Zartbitterschokolade drauf. Ich lasse sie schmelzen. Oh mein Gott. Und mit Milch daneben. Let's go! Und einen mit Honig. Der Laden ist so voll, Leute. Es muss wirklich gut hier sein. Ich bin gespannt. Leute, ein Platz wird frei, ein Platz wird frei. Wir sind jetzt endlich dran. Du wirst wieder noch gehen wie bei Milchschnitte. Ja, Nutella auch, Max. Aber habe ich auch, aber esse ich gar nicht. Boah, nee, zu viel Zucker. Fluffy Pancakes. Tschüss. Tschüss, das ist sogar ein Pancake Melon. Uff, dieser Pudding sieht dabei lecker aus. Ist da Dings drin? Oh, dieser Rosengeschmack sieht so ein bisschen nach Rose aus. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Ich will das gerade alles essen. Ah! Oh, ich will es gerade essen. Hey, wo? Ich liebe Pancakes, deswegen sag ich von mir aus, es ist eine 10 von 10. Wie fandest du das, Imani? Auch lecker. Auch lecker? Du hast eine Magie, meine Welt. Woo! Okay. Let's go! Du eine Magie, meine Welt. Okay! Hey, hey, die drei, wenn vor allem die zwei Kleinen noch älter werden. 100 Pancakes, sagst du. Ich glaube, ihr kennt alle meine 100-Kekse-Challenge nicht, ne? Ich schwör bei Gott, ich habe Kamera aufgestellt. Ich habe richtig viele Kekspackungen bekommen. Habt ihr die Kamera gezeigt? Ich habe versucht, ich habe alle Kekse in eine Schale getan. Wallah, ich habe versucht, 100 Kekse zu essen. Wallah, ich glaube bei 25 oder so. Mir wurde übel. Mein Gaumen hat so krass wehgetan. Ich hatte daneben Milch. Allah Billah, diese Video kam nie online, das ist locker 5 Jahre her. Wie war euer Tag? War gut, ne? Wird aber spät. Jo, was geht ab? Heute versuchen wir 100 Kekse zu essen. Aksch, hab ich Kekse gegessen. Bin kaputt. Ey, was mit dir? Diese richtig harten, dicken mit diesen Schokostücke drin von Aldi, diese richtig, diese, boah, mein alles hier, Gaumen, alles zerdeppert war. Imani, stopp mal kurz, stopp mal. Wohin läufst du? In Regen? Euch ist es vielleicht auch nicht aufgefallen, ne? In diesem Video gab es eine Szene, da muss der Nadel auf jeden Fall aufpassen. Da hat er eine Sekunde ein Meme gezeigt von jemandem, der Herr gesagt hat. Das muss ich auf jeden Fall wegschneiden, wenn ich das Video hochlade. Dieser Typ hat mich damals 11.000 Euro gekostet. Das ist so ein Marokkaner aus Frankfurt. Der hat bei Sat.1 einen Frühstücksfernseher mitgemacht und daraus entstand dieser Meme. Und er hat richtig viele YouTuber angezeigt. Wallah, ich war, glaube ich, über 11.000 wegen denen los. Da muss man halt auf jeden Fall aufpassen, der wird auf jeden Fall noch ein Schreiben bekommen, weil der Typ hat ganz YouTube angezeigt, wer den benutzt hat. Aber hier regnet es doch nicht. Heute nur ein Parkplatz. Was, Parkplatz? Ich meine, würde ich mit jemandem sprechen, der Chinesisch spricht, ich würde ihn mehr verstehen. Ey, jedes Mal dasselbe mit dir in der Garage. Hör auf abzuhauen, ab nach Hause. Imani! Ey, hör auf wegzurennen! Ja, ja, safe, Apple, normal. Nein, nicht da. Ich klau deinen Regenschirm. Oh, no. Das ist jetzt mein Regenschirm. Wir müssen jetzt nach Hause. Wow.
Ich gehe sie jetzt holen. Komm her! Wie war eigentlich dein Training? Gut. Hat er ordentlich viele Pannas verteilt. Weiß gar nicht, als was soll man Nadal sehen? Als YouTuber oder als Fußballer? Oder so eine Mischung? Ist schwierig, ne? Was sagt ihr? Ist er der bessere YouTuber oder der bessere Fußballer? Leute, eigentlich muss Imani schon lange schlafen. Warum bist du noch wach? Kannst du mir erklären, warum sie noch wach ist? Sie will klettern. Oh mein Gott, ich bin ein Geschenk. Oh mein Gott, ich bin ein Geschenk? Und ich bin das Klettergerüst. Für mich hatte ich ihn früher als Fußballer in Erinnerung. Ich weiß noch in Düsseldorf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das ist. Da war er auf der Kö mit Luisa. Mit wem war ich da? Ich glaube mit Abdel. Dann hatten wir einen Ball dabei. Wir haben so TikTok-Videos gedreht, irgendeine Ball-Challenge. Dann war er alleine draußen am Stehen. Ich so, hey, was geht? Da habe ich den Ball zu ihm gepasst. Ich so, zeig mal, was du drauf hast. Er hatte so ein bisschen hochgehalten, einmal um die Welt, dies und das mal ein bisschen geredet. Das war noch seine Anfangszeit, hin und her. Da kam auch schon seine Frau aus, ich weiß nicht, aus dem Geschäft oder irgendwo. Ja, und dann war es das. Also ich hatte den auf jeden Fall so als Fußballer im Kopf. Aber jetzt würde ich sagen, schon eher der YouTuber, ne? Keine Zeit für was, Imani? Klettern. Keine Zeit zum Klettern? Jetzt heißt es Klettern. Super, aber wann gehen wir schlafen? 7 Tage. In 7 Tage? Du verstehst nicht. Sie will klettern, um dann eine Arschbombe zu machen. Konzentrier dich. Konzentrier du dich. Bist du bereit? Noch nicht springen, noch nicht. Noch nicht! I believe I can fly. Okay, Luisa, schlaf jetzt. Gute Nacht, Leute, bis morgen. Hey, Imani? Hi. Ich bring dich jetzt zu Oma und dann geh ich zu... Was ist Imani da? Ich hab mir voll Hunger gemacht. Die ganzen Süßigkeiten, Pancakes und so weiter. Zum Arzt, okay? Und dann kommt Mama dich wieder abholen. Natürlich doch. Natürlich doch. Ja. In 29. Wallah, wisst ihr, worauf ich gerade richtig Bock hab? Diese, wie hießen die? Frutti Gummi? Frutti Tutti. Frutti Tutti? Diese länglichen, harten Gummisticks, diese mit Erdbeergeschmack und so weiter. Dieser richtig hart Gummi. Dann kaufst du. Boah, voll lecker waren die früher. Ich hab die geliebt. 20 Tagen ist es einfach soweit. Ja! Fritz, wie hieß das denn? Wir sehen uns später, okay? Ja. Bis später. Später. Wir haben kein einziges richtiges Foto von Nidai. Vielleicht klappt es ja heute. Er macht immer seine Hände vors Gesicht oder dreht sich. Ja, solange ihr lacht, kann auch einer reinschreiben, wie das heißt. Ihr Black Dogs. Ich weg. So, ich bin jetzt fertig. Wir haben ein... Fischers Frisfektrische Fischer, so hieß das. Bild von Nidal. Man sieht ihn trotzdem nicht so gut. Tutti Futti, ja, okay. Aber so sieht er aus. Ich glaube, er wird aussehen wie Nada. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das so wäre. Hey, Imani hat ihre 5 Minuten. Sind deine 5 Minuten vorbei? Nein, noch nicht. Nein, ich hole! Nein, noch nicht. Oh, no! Sie hat nicht ihre 5 Minuten, sie hat ihre Stunde. Was hat Coco gesagt? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Kennst du FIFA? Ja. Hast du schon mal FIFA gespielt? Ja. Was ist das? Das ist Bonbon. Ja, das ist ein Bonbon. Aber was ist FIFA? FIFA ist ein Spiel, das kann man spielen. Ja. Ja, so. Ich bin Lucia
und ich bin auch dabei. Und ich bin der Baba und ich bin auch dabei. Ich bin die Mani. Ich bin auch dabei. Okay, wo fahren wir denn? Wir fahren jetzt zum Mediamarkt. Mediamarkt? Nicht Mediamarkt. Mediamarkt. Ich glaube sogar, bei Mediamarkt gibt es manchmal Kuscheltiere. Wenn du Glück hast. Ich bin positiv. Du bist positiv? Ja, wollen wir losfahren? Komm, lass uns losfahren. Luisa, warum kann sie so gut reden? Ihr Deutsch ist perfekt. Ich meine, bist du bereit? Jetzt fahren wir da hoch. Ja, ich hab Angst. Du hast Angst? Ja, im Berg. Vom Berg? Ja. Du brauchst keine Angst haben. Wir schaffen das. Wir haben es geschafft. Luisa, zuallererst brauchen wir das Spiel, wer es zuerst findet. Ich schwöre, ich. Ich schaff's. Krass, ich glaube, Nabil ist so einer, der hat, ja, hier, kein Playsee, kein FIFA, nichts zu Hause, der zockt, glaube ich, gar nichts, so, der ist gar kein Typ von Zocken, gar nichts. Ich glaube, nicht mal Filme gucken, Serie gucken, so, der ist nur draußen, spazieren und die neue Ball essen. Leute, was aber stark. Was machen wir jetzt? Mila abholen. Ey, Mila meinte, wir sollen hier auf sie warten, aber wo ist sie? Ich weiß nicht. Ey, wo ist sie? Luisa, hast du sie gesehen? Nein. Wow! Mila von The Bronx ist hier. Was ist los mit dir? Nichts. Gib mal her, das Ding hier. Jo, jo, jo. Mila, steig ein. It's Mila time. Und die Jindawis sind dabei. It's Mila time und Nada ist dabei. Okay. Mila, ich glaube, du weißt gar nicht, was wir heute machen. Weil hier eine Playstation ist, gehe ich mal davon aus, dass... Was soll ich machen, Leute, was? Wir heute Playstation spielen. Also ja, wir spielen Playstation, aber es gibt heute was Besonderes. Es geht los! Die Playstation steht! In welchem Land leben wir? In Deutschland. Deutschland! Wir müssen jetzt eine Mannschaft aussuchen. Ich weiß, welche Mannschaft. Hertha BSC. Ha, ho, he! Mir wurde gesagt, dass man mich im Spiel auch spielen kann. Luisa, siehst du irgendwo meinen Namen? Da! Da, da, da! Da, da, da! Da, da, da! Ey, aber ich habe noch kein Gesicht! Da steht mein Name. Luisa, du weißt nicht, jeder Junge träumt davon. Mein Traum wird gerade... Krass. ...de wahr, Leute. Jetzt, jetzt! Nada Jindawi, Nada Jindawi! Könnte die Führung werden. Eingeschlafen. Stark. Okay. Das war's, Leute.